Ja, willkommen zurück bei Indiana Jones und der Turm von Babel im Heiligtum von Shambhala. In der letzten Folge haben wir ja sie hier hergerufen und sie hat uns Schlüssel gegeben. Reden wir noch mal kurz. Hallo? Wo ist der goldene Schatz? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Durchsuche die Schatzkammer. Genau, und das machen wir jetzt. Durchsuchen wir mal die Schatzkammer. Jetzt gehen wir in Richtung Schatzkammer. Da kann ich jetzt wieder ganz nach unten. Denn wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass da irgendwo ein Schloss mit einem Schlüssel noch war. Und da muss man sicherlich den Schlüssel, den sie uns gegeben hat, verwenden. Das war irgendwo hier. In die Kurve. Genau. Zu dem Ding was sagen? Nee. So. Also. Was sagst du nun? Es hat funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Erstmal vorsichtig umgucken. Mhm. Okay. Vorsichtig gucken. So, nach da unten noch einmal. Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir jetzt zu dem Ding da in der Mitte und versuchen da mal dran zu drehen. Ist eine Art Schalter. Oh. Na gut, mal sehen, was ist das gebracht hat. Ne? Jetzt noch so ein. Da drüben ist ja auch noch so eine Art Schalter. Also ich denke, das war schon mal richtig. Suchen wir mal den Schalter. Da geht's ins Freie und da ist der Wolf. Ach, das ist der Haupteingang, wo wir hergekommen sind. Nee, mach wieder zu. Ach, das geht noch eine Weile von selber zu.
So nicht. Aber was wollen wir hier? Wir können vielleicht noch da drüben springen, auf den Balken. Sehen. Ja. Das hat geklappt. Wieder zurück. Aber nicht nur, was wir da drüben, für das gut ist. Ah, jetzt gehen wir erstmal die Leiter hoch. So, mal sehen. Und auf der anderen Seite. Vielleicht ein anderes Kaliber nehmen. So. Oh, da kam schon eins. Nee, der Peitsche wird uns hier nicht helfen. Aber hallo, du Vieh, du. Sehen es nicht. Ne? Wird bestimmt genau hinter der Tür sein und dann. Ah, guck mal, erstmal hier um die Kurve. Das Ding haben wir ja irgendwie nach oben. Das ist eine Sackgasse. Aber da hinten ist ein Fenster, das nach draußen führt. Da ist er. Okay, den hätten wir schon mal. Zumindest nicht gleich hier vorne. Schau an, das zweite Buch der Poetik des Aristoteles. Das findet man nicht in jedem Bücherregal. Immer. Oh, wow. Oder hat er nur auf das Fenster gezielt? Hier waren wir doch schon. Da sind wir wieder draußen. Da wollen wir gar nicht noch mal hin, oder? Wir wollen es vielleicht hier lang hangeln. Dahinter? Nicht dahinter. Okay. Stecken wir das ein. Und runter. Müssten wir zu dem Fenster gelangen können, was wir vorhin von dem anderen Raum aus gesehen haben. Achso, da werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht rein können. Müssen wir wahrscheinlich erst kaputt machen, ne? Probieren es mal aus. Das ist das Fenster.
Der kann hier nicht hoch. Also nochmal zurück. Wie er wackelt, ne? Aber der Hut bleibt immer sitzen, wie er den befestigt hat. Dass er nicht sonst wohin fliegt, ne? Es bleibt ein Rätsel. Vielleicht hat er eine Haarnadel durch den Hut gesteckt. Oder vielleicht wird er auch durch Unterdruck festgehalten. Einmal hier rum. So. Versuchen wir alle. Am besten alle. Einmal kaputt. Zweimal kaputt. Machen wir einfach alle Fenster kaputt. Drüben ist noch ein ganzes. Ist nicht mehr. Und das war immer eigentlich. Er zielt doch auf was. Ah, der hat jetzt das Fenster eingeschaltet, das gerade ausgeht. Geradeaus kriegt er wahrscheinlich von hier nicht, aber das Fenster, was wir wollten, ist ja jetzt kaputt, ne? Also schnell zurück. Einmal rum. Ist hier noch irgendwer? Nee. So, na dann. Sehen, ob wir jetzt dort hoch können. Ne? Nein, er kann nicht schneller seitlich sich hangeln. Das geht nur in dieser Geschwindigkeit. So. So, dann nehmen wir schon das ganze Heil. Sieh sich einer das an. Heilkräuter. Und noch mehr Heilkräuter. Aha. Heilkräuter. So, was machen wir denn jetzt mit den Kerzenständerle? Das könnte man als Blumentopf verwenden. Blumentopf. Jetzt machen wir schon mal hier die Tür auf, wahrscheinlich. So, Blumentopf. Was topfen wir denn da mal ein? Ich glaube, da fehlt uns noch was. Und noch mal unten gucken. Ah, hier waren wir ja überall, oder? Ist da noch was im Dachstuhl? Oder sieht leer aus? Ah. Na dann, gehen wir noch mal runter. Stecken wir noch mal ein. Upa. Okay. Jetzt hier nicht daneben springen. Beziehungsweise, vielleicht kann ich mich auch einfach runterlassen. Naja, sehen. Ja. Ah, hier. Das hat man noch nicht auf, oder? Noch einer? Nee. Das ist leer. Hier sind zwei. Hoppla. Ein Schalter. Ah, Moment.
Heilkräuter. Und ein wenig Geld. Hey! Gut. Hier war doch noch ein zweiter Raum. Was hier? Ne, hier kommen wir her. Hier kamen wir her. Da. Ne, da sind wir reingegangen gerade. Guck mal hier noch. Ach nein, hier war das. War ja weiter nix. Ah, hier geht's noch um die Kurve. Tür zugemacht. Na gut, dann jetzt gucken wir uns das mal an. Aha! Ich habe das große Siegel des Klosters gefunden. Die schon wieder. Ich fange an, diese Kerle zu hassen. So, sehen. Nee. Kriegen wir den da hinten auch? Das ist der zu weit entfernt. Ich glaube, der ist zu weit entfernt. Kann man ein bisschen anlocken? Nee, zur Seite will er gerade nicht gehen. Zu weit entfernt, leider. Na gut. Ah ja. Steigen wir mal aufs Bettchen und hangeln uns hier hoch. Nee, Stück zurück. Noch Stück zurück. Noch Stück zurück. Das war wieder zu weit zurück. Das gibt's doch nie. So, doch von unten wahrscheinlich. Hey, wie siehst du da? Nee. Muss doch hier hochkommen. Irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Sieh sich einer das an. Er hat da gesprochen und geschossen. Dann stehen wir mal auf und gucken. Und da draußen womöglich noch einer. Ah ja. Vielleicht hier unten. Стой!
traute sich nicht. Jetzt. Stoi na mieste! Stoi! So, noch einer. Stoi na mieste! Na, komm rein. Mitnehmen. Ne? Hey, T. Mist, der hat mich erwischt. Keiner mehr? Okay. Hoppla, nee, so nicht. Genau, war gar nicht so kompliziert. Nee, das ist zu weit. Es ist zu weit, dann gehen wir wieder hoch und setzen halt unser Dings ein. Beziehungsweise können wir mal versuchen, den Hebel zu ziehen und gucken, ob da noch welche draußen sind. Lauf. Ja. So, erstmal hier wieder rein, weil die Tür geht ja alle paar Sekunden zu. Ich muss ein bisschen Munition einsammeln, wahrscheinlich. Wenn ich noch mehr draußen sind. Sehr. Nee, um die Ecke war nicht so. Muss noch mal warten. Sonst muss ich die ganze Runde nämlich noch mal laufen, wenn die Tür zugeht. So. Und du auch noch. Nicht wie zurück. Nur auf schnell. Schnell, Handy, schnell. Ah, okay, jetzt bleibt es wieder eine Weile offen. Okay.
Scheint eine Art Zisterne zu sein. Aha, das wäre mir nie eingefallen. Okay. Naja, es ist eine Art Zisterne. Weiß zwar nicht, wie das hier auf der Seite aufgeht, aber dieser Raum, ne, hier auf der Seite, ja auch irgendwie aufgehen. Vielleicht kommen wir da später noch hin, oder es ist ein Geheimraum, der irgendwo einen versteckten Schalter hat, den wir halt einfach übersehen haben. Kann ja auch sein, wenn wir nicht alle Schätze mitkriegen, ist ja auch nicht der Untergang. So, jetzt hier wieder hoch. So, rüber. Zack. Dich ausrichten. Und wieder hoch. Hier der Raum. Gucken wir mal, ob wir damit was erreichen mit dem Siegel. Ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Okay, also das Siegel ist hier nicht anzuwenden, wirklich nicht. Das hat nicht funktioniert. Tja, also muss es irgendwas mit der Tür unten zu tun haben, die wir noch nicht aufgekriegt haben. Ich würde einfach mal gucken, ob wir einfach diese Statue, die wir vorhin gedreht haben, noch ein Stück weiter drehen können. Vielleicht geht das ja. Also hier können wir uns wieder vorsichtig runterlassen. Zack. So. Eigentlich hier hochspringen. Aber mal hier hoch. Sehen. Das Ding einfach weiter dreht. Das hätten wir wohl auch eher machen können. Ich auf der falschen Seite runter. Hier runter. Hoppa. Gut. Hier scheint es, das ist ein Totenschädel. Okay. Sehen. Und das Ding man schon mit der Peitsche rüberholen. Nee. So muss uns mal schnell zu greifen und wieder zurückziehen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was ist das jetzt? Eine Statue. Oh oh. Ah. Okay. Die haben wir erwischt. Na, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal graben wir dann dieses Loch hinunter. Für heute würde ich sagen, da haben wir viel geleistet und ich sage tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier. Tschüssi.